Wir spielen heute ein bisschen Gladiator Guild Manager. Immer gespannt. Weiß jetzt auch nicht viel über das Game. Ich weiß, wie der Titel ist. Habt ihr den Soundtrack, wie ihr auch gehört? Mehr weiß ich auch nicht. Den Key netterweise bekommen. Vom Publisher. Und jetzt testen wir mal rein, oder? Schwierigkeit. Schon Hölle, ne? Starten erstmal mit normal, würde ich sagen. Ich kann das Spiel nicht einschätzen. Farbe rot oder blau? Wir nehmen rot. Starte mit zufälligen Gladiatoren. Ne, wir nehmen erstmal Standard alles. Tutorial, vereinfachte Starteinheiten. Ne, permanente Tode. Ja. Ach, das kann man irgendwann auch machen. Ah, okay. Starten erstmal ganz normal. Erstmal ein bisschen reintesten, ne? So, you're the new guild owner, I hear. Welcome to Deadwoods. Was mit dem vorherigen Besitzer passiert? Turns out he didn't have the stomach for this kind of thing. But left a few buildings we can make use of. Take a look around. Nur verstanden. Anyway, I'm Slynn, your guild assistant. Erfreut dich kennenzulernen. Let me give you a heads up. Gladiator Championships are organized at the start of each month. Also gut. Then there's the old arena named the Ring of Death. We can join the action there each week. They organize a variety of different fight types. Ist so laut? Verstanden. And lastly, the Deadwoods has its fair share of problems. Bandits, beasts, feral undead. So expect to be contacted and asked for deadly gladiator services outside of the arena. Klar, lass uns loslegen und ein paar Gladiatoren anheuern. All right, lad. You can get your gladiators and their items here. Das sind Ereignisse. Okay. Mal gucken, vielleicht hier. Expand your guild or purchase buildings to be able to hire new types of gladiators. Mhm. This is the weekly Ring of Death arena that I was talking about. New quests will appear up here. And finally, your timeline. Press the play button to set it moving. Bisschen leiser, ne? Musik kann, glaube ich, so bleiben. Stimme vielleicht ein bisschen leiser. Soundeffekte vielleicht. Ich stimme auf 40. Soundeffekte auf 50. Ja, ne? Okay. Und nu? Gilde. Taverne. Zum Anheuern von besonderen Arten von Gladiatoren, wenn diese während speziellen Ergebnissen aufgetaucht sind. Baracke. Erlaubt es Ritter anzuheuern. Defensive Gladiatoren mit großen Schilden. Sie sind besonders gut zum Blocken von Nahkampfangriffen, Projektilen und Explosionen geeignet. Berserkerhütte. Erlaubt es Berserker-Orks anzuheuern. Diese Gladiatoren sind herausragende Nahkämpfer mit der Fähigkeit, Gegner umzustoßen. Spießstand. Erlaubt es Bogenschützen anzuheuern. Gladiatoren mit hoher Reichweite und Schaden. Sie sind jedoch sehr fragil. Okay. Kostet das irgendwas? Stein und Holz. Gladiatorenmarkt. Ach, okay. Hier kann ich jetzt aber auch welche anheuern. Aha. Gegenständemarkt. Feuerklingen. Würde gerne erstmal die Taverne bauen. Ach, habe ich schon. Aufwerten. Was ist das hier? Tempel der Wiederbelebung. Bringt Gladiatoren ins Leben zurück. Gladiatorplatz. Aufwerten. Ach, dann kann ich einfach nur mehr Gladiatoren haben. Gegenstandsplätze. Da kann ich mehr Gegenstände haben. Ja, gut.
Was kosten die Gladiatoren denn? Ich glaube, wir mussten ein paar Gladiatoren kaufen. Die kosten einfach nur Gold. Ja, der ist super günstig und super stark. Den nehmen wir mit. Der kostet nur 30. Kaufen. Easy. 335. 225. Benötigt Feuerturm. Pyromant. Ist die Musik zu laut? Nee, ne? 335. Nehmen wir erstmal das günstigste mit. Mit Lautsprechern ist okay. Und dann vielleicht noch einen Ritter. Nur auch den günstigsten gerade. Der Kopfhörer vielleicht ein bisschen laut. Ja, ich kann auch noch. Vielleicht so? Mich macht's keinen Unterschied jetzt akustisch. nehme ich vielleicht noch einen Berserker mit? Jasny, Rogok, Lorelei, Fairman. Yeah. Nehmen wir den nochmal mit. So. Kann ich die jetzt hier auch tauschen? Ja, perfekt. Gegenständemarkt. Erhöht Agilität um 2 Punkte. Mit Intelligenz um 3. Gesundheit um 100. Hm. Moin Infinity, kannst du deine Gladiatoren auch umbenennen, echt? Wir möchten ein Gladiator sein. Geht das noch? Kennst du das Game? Und das war mit. Was kriegt der? Was kriegt sie? Ich. Willst du denn sein, der Ork hier? Oh, die Bogenschützin. Die kann man echt umbenennen, ne? Ah. Aber ein angespielt Video gesehen. Ah, okay. Du willst der Ork hier sein, okay. Perfekt. Ja, dann haben wir noch welche zu vergeben hier. Möchte noch jemand? Du willst die Bogenschützen, okay. Das mit L vorne schreiben, ne? Das ist, glaube ich, richtig. So. Und jetzt? Geht's weiter? 1 gegen 1. Mehrere gegen 1. 3 gegen 3. Und 1 gegen 1. Ich bin 20 Gesundheit. Ich sehe meine Stats gar nicht. Das werde ich jetzt einfach hier. So. 20. Kann Bogenschütze allein dagegen gewinnen? Ork passt zu meiner Orkinität. So, Kampf. Oh oh.
Ey, das Game ist voll geil. Öffnen. 30 Gold, 10 Silber. Kleiner Gesundheitstrank. Einsammeln. Das kann ich auch Leuten einfach geben. Gilde. Ich habe kein Holz. Doch, ich habe Holz. Erfahrungsgewinn plus. Aufwerten. Taverne. Ja. Baracke. Wort der Kleriker. Mhm. Feuerturm. Ich hätte jetzt nicht zwei Orks kaufen müssen, oder? Dann verkaufen wir den Ork vielleicht wieder. Und dann vielleicht einen Feuerturm oder ein Fort der Kleriker. So, der Trank, den können wir mir geben, glaube ich. Ach, den kann er jetzt da benutzen. Ah, okay. Und jetzt kann ich gerade nicht kämpfen. Oh, das ist ja voll mein Spiel. Tod und Wiederbelebung. Some of your gladiators died. Don't worry. Temple of Revival sits within the guild, resurrecting gladiators. But it takes some time. However, should you want to bring them back to life instantly, it will cost you mana crystals. Wie praktisch. Ja, und das kostet dann Mana-Kristalle. Okay, Bank. Bankdarlehen kommt bald. Interessant. Hier kann ich dann neuen Kampf. Nee. Gladiatorenmarkt-Neuigkeiten. Ach, und dann ist hier auch ein Ausrufezeichen. Hä, hey, wie geil ist das denn? Das Spiel ist. Also, ich bin echt überzeugt gerade. Warte mal, den kann ich ja eigentlich verkaufen. Den brauche ich ja dann gar nicht. Verkaufen. So, dann machen wir das so. Können wir ja kämpfen. Vielleicht mal 2 gegen 2? Oder gleich 3 gegen 3. Machen wir 3 gegen 3. Krass. Prioritätspunkte. Solange aktiviert, kannst du auf einen Gladiator klicken, um ihm Anweisungen zu geben, auf welchen Ziel er sich konzentrieren soll. Zeig immer Fähigkeiten mit den eigenen Gladiatoren an. 370, 320. Oder? Geil ist das Spiel! Er ist ja voll geil auch animiert. Nein, Leo ist gestorben! Erhöht Stärke um 3. Voll gut. Belebe wieder. Ja, das ist einfach mein Charakter aus Dings auch. Was? Was passiert im Chat schon wieder? Ist der Chat da überhaupt gut? Der kann auch weg, oder? Wobei, da links, da steht nicht viel. Ihr seht halt meinen Charakter nicht so halb, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Gegenständemarkt. Agilität erhöhen. Erhöht die Ausdauer 120. Verbrauchbar.
Gott, das, also ich glaube, das Spiel macht süchtig. Ich liebe so Games. Agilität, was bringen denn die Stats? Pfeilschießen ist aber Stärke, oder was? Okay. Und noch ein Bogen. Geht gar nicht. Oh. Der kann aber auch einen Bogen haben. Okay. Das macht mehr Schaden dadurch. Dann kriegt Leo das. Kriegen jetzt Holz und so weiter. Durch die Kämpfe. Ereignisse, niedergebrannte Windmühle. Ah. I need you to bring them to justice. Wir machen das, würde ich sagen, ne? Let's go. Ich nehme ja voll viel live auch. Das schaffe ich doch gar nicht. Oh oh. Okay, schaffe ich doch. Hä, hey, wie geil ist das Game? Ich dachte, Gladiators would come in handy for these sort of tasks. Geld wird sich auch als nützlich erweisen. Oh. Eine Belohnung. Achso, ich kann Gold oder Standardbelohnung und da muss ich eine wählen. Gold oder Kristalle? Ich würde gerade erstmal Gold nehmen. Wort der Kleriker. Ich brauche Steine. Wie kriege ich denn Steine? Friedhof. Feuerkling, Nahkampfschaden gegen Ziele mit Verbrennung ist um 30% erhöht. Bringt aber auch noch nichts. Thanks and Fidget. Holzfäller-Axt. Wird die Stärke um 5. Grafisch sieht's ähnlich aus, ne? Tatsächlich. Abgetragenes Schuhwerk. Jetzt auch mehr live dadurch. Nee. Naja. Bin halt gerade noch ins Upgraden. Radiatorenmarkt. Und noch eine Bogenschützin kaufen. Ich möchte aber eigentlich einen Pyromanten oder einen Kleriker kaufen. Bei den anderen brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt noch einen. Sind wir trotzdem noch Level 1. 2 gegen 2 machen wir mal. So. Machen wir das mal so, zack. Boah. Die kicken ja richtig rum, ey. Apfel. Da bekomme ich aber auch immer nur Silber für, ne? Oder Eisen oder was das ist. Was ist denn das? Eisen. Ne, das brauche ich ja nicht.
Also wahrscheinlich auch, aber mir werden gerade Steine und so echt lieb. Banditen übernehmen die Friedhofsarena. Kümmern uns darum. Kann die Äpfel haben. Nur die Ausdauer. Verticken, oder? Ha! Perfekt. Ja, auch so starten irgendwie. Oh, voll gefangen genommen. Junge, wie geil das animiert ist. Ey, Game ist einfach gut. Fällt mir gerade richtig einfach nur. Anderes war auch Strategie, ja. Genau, gut das zu hören. Achso, Belohnung wählen. Leicht Lederbrustplatte nehmen wir. Und hier nehme ich nochmal das Gold. Für Banditen hatten sie echt schöne Stimmen. I'm sorry, we wasted a great talent. Ja, sie haben den falschen Beruf gewählt auch. Da, achso. Leo schon wieder gestorben. Gesundheit um 100. Boah. Erfahrungspunkte 4. Aber das kostet 4. Nee. Ach, ich hab 4 Aufwertungspunkte. Intelligenz. Stärke bringt mir fast gar nichts hier, oder? Auswahl eigener Kopf. Experimentell aktivieren. Du kannst Bilder von deinem Computer hochladen und sie als Köpfe für Gladiatoren nutzen. Ha! Okay. Das ist ja gut. Ihr müsst mir mal kurz Bilder von euch schicken. Und dann kann ich das hier reinnehmen. Rüstung auf den Ork noch, ne? Zack. Gegenständemarkt. Ja, vielleicht tatsächlich die Schuhe auf Infinity. Die Intelligenz brauchen wir nicht. Verbrauchbar. Bewegungsgeschwindigkeit. Baroness sent us a letter, asking if we would like to enter into an alliance with her. She could use an ally like us, now that her trust grows. Fünfte bis 18 sollen ein Aufbaustrategie-Browser-Spiel gespielt, was mich grafisch auch an den Stil erinnert. Ich mag den Stil generell, diesen so ein bisschen comic-artig. Ich liebe das. Sag ihr, wir akzeptieren. Ja. Mehrere gegen einen. Okay. Das war krass. Ich will halt alles mal machen hier. Das ist ja fair. Leo hat auch überlebt. Wahnsinn. War das der Boss jetzt? Leicht Lederbrustplatte. Einsammeln. Fortsetzen.
Immer noch keine Steine. Wo kriege ich Steine? Ich will Steine. Gladiatoren-Sold, Meisterschaftenwerk organisiert. Gegenstandsmarkt. Nee. Gladiatorenmarkt. Ich werde nichts doppelt kaufen hier. Nein! Ich will den gar nicht kaufen. Schwer vom Griff, erhält weniger EP. Von der Bank kaufen. Den wollte ich gar nicht kaufen. Ah. Okay, jetzt habe ich mein Gold gewastet. Wir haben das hier noch. Das hier. So. Will ich Kleriker oder Feuermagier? Ist günstiger, ne? Bräuchte halt 25. Dann kann ich mir einen Feuerturm bauen. Ja, warum auch nicht? Jetzt wollen die gleich Sold haben. Oh oh. Meisterschaft. Erstmal normal kämpfen. Ach, kann ich gar nicht. Nächster Kampf. Drei Bogenschützen. Schwierigkeit 1, 0,67. War das hier, oder? Bitte nach vorne. Ja, let's go. Wie gut das einfach ist. Level up auf Infinity. Infinity kriegt 1 auf Gesundheit, glaube ich auch. Und ich glaube, Rest einfach auf Agilität. Wir brauchen nicht so viel Gesundheit. Drei Ritter. Wir nehmen wieder ganz rechts, weil das ist halt einfacher. Aber das gibt am meisten. Ist nur noch auf Russisch das Game, ach so. Ja gut, ich kämpfe mal so. Darf halt keiner sterben eigentlich, ne? Oh oh. Leo braucht unbedingt ein paar Level. Ja, perfekt. Bisschen Gesundheit, würde ich sagen. Und ein bisschen Stärke. Vielleicht zu viel Stärke. Nächster Kampf. Ja, nochmal hier gegen die Bogenschützen. Sogar hier rumscrollen. Wie gut ist das denn? Oh oh. Die gehen beide auf Leo. Ah. Jetzt fehlt uns einer, ne? Für die nächsten Runden. Oh oh. Können aber auch wiederbeleben. Brauchen wir auch gerade. Wir haben noch ein paar Kristalle, von daher ist das okay. Ja, dann nehmen wir wieder das. Es gibt halt am meisten.
Ah, die Orks, die kriegen aber auch aufs Maul. Nö! Ach komm! Oh oh! Da bin ich aber auch fast gestorben. War knapp. Arena abgeschlossen. Ich habe 5-mal dieses Paket hier mitgenommen. 130 Steine. Ja, gut, dass wir welche gekauft haben gerade noch. Schwach magischer Ring. Erhöht Intelligenz um 2. Buch des magischen Schilds. Gewährt ein magisches Schild, das insgesamt 125 Schaden pro Level des Gladiators absorbiert, der den Gegenstand trägt. Karotte. Nice.